Anreise erfolgt hier bei uns ausschließlich mit der Lore, weil wir hier keine Schiffsverbindung haben wie andere Halligen. Und wir haben keinen Deich, deswegen sind wir halt eine Hallig und keine Insel. Es ist halt so, dass wir hier keine Sandstrände haben, aber dafür ja, reichlich Muschelstrände, wo natürlich auch die Kinder drin spielen können, buddeln können. Mein Name ist Stefanie Kruse, wir wohnen hier auf der Hallig Nordstrand die Schmoor und wir bieten für die Gäste ja, Ferienunterkünfte hier an. Und im Frühjahr haben wir hier Lammzeit. Wir haben immer so ungefähr zwischen 40 und 50 Mutterschafe, die hier lammen. Ja, da fällt halt natürlich einiges an Arbeit an und unter anderem natürlich auch die kleinen Lämmer mit der Flasche füttern. Die Gäste genießen hier wirklich ihre Ruhe, dass sie hier wirklich spazieren können, in die Weite gucken können. Also es ist wirklich schon für die meisten sehr besonders hier.